Hallo, ich habe heute eine Rezension für euch, und zwar von Alexander Bracken, Die Überlebenden. Das ist der erste Teil einer Dystopie-Trilogie. Erschienen ist das Ganze im Goldmann Verlag und auch von diesem ist mir dieses Buch zu Rezensionszwecken zur Verfügung gestellt worden, wofür ich mich nochmal ganz herzlich bedanken möchte. Es ist eine Klappbroschüre, kostet 13 Euro und hat 543 Seiten. Zur Aufmachung, finde ich, bleibt jetzt nicht so viel zu sagen. Ich finde das Cover jetzt nicht überragend hübsch, aber ich finde auch das englische Cover überhaupt nicht hübsch. Von daher finde natürlich auch das deutsche nicht besonders hübsch. Aber ich finde es interessant gemacht, denn wir haben hier so Struktur in dem Cover drin. Hier dieser weiße Kreis, der ist ganz glatt. Ich weiß nicht, vielleicht hört ihr das? Glatt. Und hier ist rau. Das finde ich so ganz interessant. Der Buchrücken ist rau und die Rückseite ist wieder komplett glatt. Ansonsten war es das auch schon an Interessantem zur Aufmachung. Es ist halt eine Klappbroschüre, in der nichts drin ist, außer so ein bisschen Stacheldraht und zwei Meinungsbilder von irgendeiner Frau und einer Zeitung. Und hinten ist dann halt Vorschau auf das Cover vom zweiten Band. Das Ganze ist aus der Ich-Perspektive geschrieben und zwar erzählt quasi Ruby, was ihr passiert ist. Ja, sie ist mit 10 in ein Lager gekommen, weil eine Krankheit im ganzen Staat ausgebrochen ist. Ruby lebte in den USA. Diese Lager, finde ich persönlich, erinnern sehr stark an die Konzentrationslager, wie man sie aus den ganzen Holocaust-Erzählungen und Geschichtsbüchern und so weiter kennt. Das war auch der Grund, wieso ich persönlich das Buch so interessant fand. Warum ist Ruby in diesem Lager? Weil sie Fähigkeiten hat, die nicht jeder Mensch hat. Denn ab einer bestimmten Generation entwickeln hier in dieser Welt die Kinder Psi-Fähigkeiten. Also sie können zum Beispiel Dinge schweben lassen oder die Gedanken von anderen kontrollieren oder sie können Elektrizität kontrollieren. Und je nachdem, was so die Fähigkeiten sind, sind sie in verschiedene Farben eingeteilt innerhalb dieser Lager. Ruby erzählt, was ihr in dem Lager widerfahren ist und was so weiter passiert. Der Hauptteil der Geschichte spielt natürlich, als sie so 15, 16 ist. Und erstaunlicherweise konnte ich mich, obwohl sie 15, 16 ist, relativ gut mit ihr identifizieren. Ich fand sie nicht besonders dumm oder nervig, wie ich das ja häufig bei 15-, 16-jährigen Mädchen in so Jugendbüchern empfinde. Das war bisher noch nicht der Fall. Einem allen finde ich die Charaktere recht sympathisch, bis auf die Charaktere natürlich, die gewollt unsympathisch sind. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das Buch so gut gefällt, wie es mir gefallen hat. Ich bin da wirklich sehr skeptisch dran gegangen. Also bis jetzt finde ich die Geschichte spannend und interessant und irgendwie auch mal ein bisschen was anderes. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ich habe so gedacht, okay, mal gucken, wie es so ist. Ja, doch, ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht und freue mich jetzt wirklich auf den zweiten Band, der ja dann Mitte Februar 2015 erscheint. Für Dystopie-Fans natürlich was, weswegen ich halt das Buch auch wirklich gut fand und nicht zu sehr jugendbuchmäßig. Deswegen habe ich das Buch dann auch mit 4 von 5 Sternen bewertet und freue mich jetzt halt auch einfach darauf, wie es weitergeht mit der Geschichte. Ansonsten kann ich einfach nur sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!